Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativ-IV. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch wieder 12 Karten aus jeweils einem Do-It-Yourself-Card-Making-Block vom Action. Ich habe insgesamt wieder 2 Blöcke für euch. Und ja, falls ihr neugierig seid, dann bleibt doch einfach mal dran. Bis gleich! So, willkommen zurück. Ich hatte euch in dem letzten Video schon einmal insgesamt 24 Karten gezeigt, 12 aus jeweils einem Do-It-Yourself-Card-Making-Block, den ich mir beim Action gekauft habe. Da ich mir insgesamt 4 mitgenommen habe, bleiben natürlich noch 2 übrig. Und dann starten wir doch einfach mal. Ich habe hier einen. Da möchte ich eine kurze Korrektur zu Anfang vornehmen, denn ich habe da tatsächlich nur 11 Karten draus gebastelt. Die letzte Karte befindet sich noch hier drin. Ich zeige die euch einmal. Die habe ich jetzt noch nicht fertig gemacht. Ehrlich gesagt hat die mich jetzt nicht so ganz umgehauen. Den ganzen Block an sich fand ich im Übrigen auch etwas schwierig, sag ich mal. Von den Motiven her nicht unbedingt jetzt so ansprechend, aber ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen. Nur als kurze Erklärung dazu, ihr werdet gleich nur 11 Karten sehen. Das 12. Motiv seht ihr auf der Rückseite. Da gibt es so viele kleine Feinheiten und mit dem Band hier zu arbeiten wird halt ein bisschen schwierig, weil man das natürlich dann hier verdeckt. Ja, dieser Kalender, dieses ist ja halt sehr groß. Was man wohl noch machen könnte, ist sich vielleicht hier die einzelnen Teile nochmal mit einem Cuttermesser irgendwie abzuschneiden, dass man die so aufklappen kann. Nun gut, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich mit dieser Karte hier vornehmen werde. Ich wollte sie euch einfach vollständigkeitshalber einmal zeigen. Also werdet ihr gleich 11 Karten sehen, die ich aus diesem Block gemacht habe. Dann fangen wir mal an mit Karte Nummer 1. Die sieht so aus. Die finde ich eigentlich ganz süß gemacht. Man hat halt hier so eine kleine, so einen kleinen Teller mit einer Tasse Kakao, Marshmallows drauf. Es glitzert auch wieder sehr schön, wie ihr sehen könnt. Und dann habe ich wieder ein paar Perlen draufgesetzt. Auch bei diesem Set habe ich einige Perlen verwendet. Und dann habe ich mir hier noch so einen Holzaufleger genommen. Da steht For You drauf. Hier unten war mir das noch ein bisschen zu leer. Und hier war auch kein Spruch bei. Deswegen habe ich mich hierfür entschieden. Ja, von den Farben her habe ich mich eigentlich hier bei allen Karten dafür entschieden, eine etwas dunklere Mattung zu nehmen, da ich irgendwie den Kontrast somit besser fand. Ja, ist ja immer Geschmackssache. Das ist Karte Nummer 1. Karte Nummer 2 sieht so aus. Ist halt auch so ein bisschen auf Vintage, nicht die Vintage jetzt nicht direkt, aber es ist halt so ein bisschen was, ja, nicht ganz so bunt, nicht ganz so modern. Und wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, ich habe hier diesen Rand, habe ich mit dem District Ink Old Paper ein wenig, wie sagt man das jetzt auf Deutsch, geinkt, würde ich jetzt sagen, also so ein bisschen getuscht mit diesem Schwämmchen, um nochmal so ein bisschen diesen Effekt zu verstärken. Und hier habe ich noch ein paar Perlen draufgesetzt. Man hätte auch hinter dem Kranz noch ein Bändchen nehmen können. Hätte man mit Sicherheit auch nochmal verschönern können. Ja, die Originalkarte. Wo habe ich sie hier drauf? Die Originalkarte sieht halt so aus. Und ich habe es eben noch so ein bisschen mit diesem Old Paper noch so ein bisschen, wollte ich ein bisschen mehr Effekt haben.
Karte Nummer 2. Karte Nummer 3. Da haben wir dieses Fenster, die finde ich eigentlich sehr schön. Auch von den Farben hat mir die ganz gut gefallen. Man hat hier einen süßen Schneemann und Nussknacker. Das Ganze glänzt auch hier sehr schön. Und auch hier habe ich wieder mit den Halbperlen ein bisschen gearbeitet. Hier habe ich jetzt keine Millimeterpads benutzt. Das einfach so plan geklebt und dann einfach mit den Halbperlen. Die Kartengrößen sind im Übrigen genauso groß wie bei dem anderen. Ich habe 16 cm in der Höhe und 12 cm in der Breite genommen. Bei den Grundkarten. Karte Nummer 3. Kommen wir zur Karte Nummer 4. Da habe ich jetzt einmal als Grundkarte ein Kraftpapier genommen. Auch wieder eine dunkle Mattung. Und auch hier den Rand ein bisschen getuscht mit dem District Ink Old Paper, um nochmal so ein bisschen diesen Effekt zu verstärken. Dann hier wieder meine Halbperlen und hier habe ich ein wenig mit Millimeterpads gearbeitet, um so ein bisschen 3D-Effekt zu bekommen. Hier haben wir Karte Nummer 4. Karte Nummer 5 haben wir hier diesen niedlichen Wichtel. Ist auch meiner Meinung nach meine Favoritenkarte bei diesem Block. Und den Rand habe ich dann auch wieder ein bisschen geinkt. Der Wichtel ist so ein bisschen hochgesetzt für den 3D-Effekt und dann wieder ein paar Perlen und einen Spruch wie We wish you a Merry Christmas. Ja, ich finde, den kann man halt auch so für Menschen, die nicht so gut Englisch können, gut verwenden. Ja, und dann einmal diese Karte. Die nächste Karte ist auch so ein bisschen was, ja, upsala, so ein bisschen auf, mir fehlt das richtige Wort. Ich weiß nicht, ob das direkt jetzt auch schon Vintage ist. Auf jeden Fall sind die halt so ein bisschen gedeckter in den Farben. Und man hat hier halt dieses auf alt gemachte Notenblatt. Das Ganze habe ich auch wieder ein bisschen geinkt. Trotzdem glitzert das hier so ein wenig. Na, ein paar Perlen sind wieder hier zum Einsatz gekommen. Und auch wieder etwas mit den Millimeterpads gearbeitet. Und das Ganze auf Kraftpapier, weil ich fand einfach den Kontrast zu dem Weißen bei manchen Karten in diesem Block war mir einfach etwas zu krass. Auch wenn man hier ein bisschen Weiß mit drin hat, ist mir persönlich das Kraftpapier in dem Block ein bisschen vorteilhafter gewesen. Das wäre diese Karte. Dann kommen wir zu der nächsten Karte. Die finde ich eigentlich auch sehr schön. Hier habe ich jetzt ein etwas glänzenderes Papier als Mattung verwendet. Ja, der Geschenkesack ist ein bisschen hochgesetzt. Was wäre eine Karte aktuell ohne diese Halbperlen? Ne? Wie gesagt, die werten ja auch ab und zu noch mal so ein bisschen auf, je nachdem. Und hier habe ich mich für eine weiße Mattung entschieden. Da fand ich den Kontrast eigentlich ganz okay. Mal einmal diese Farbe, mit dieser Karte. Dann kommen wir zu den quadratischen. Da hätten wir einmal diese hier. Believe in the Magic of Christmas. Darunter habe ich noch einmal diesen Holzaufleger genommen, For You. Weil hier war mir das auch ein bisschen, irgendwas hatte mir gefehlt. Habe ich dann einfach mal in meinen, Resten, sag ich mal, nachgesehen und die hatte ich noch von einem Lux Paper Block von letztem Jahr übrig. Ein paar Perlen sind hier wieder drauf gekommen und das Geschenk habe ich hier so ein bisschen hochgesetzt, den Rest ganz normal drauf geklebt, mich hier für eine weiße Mattung entschieden. Ja, und wie ihr sehen könnt, von den Farben her ist halt hier alles so ein bisschen gedeckter. Mhm. Dann kommen wir zu dieser Karte, die ich auch sehr witzig finde, mit diesem süßen Elchstoff hier. Hier haben wir noch einen süßen Weihnachtsmann, den habe ich auch so ein bisschen höher gemacht. Wie gesagt, um ein bisschen 3D-Effekt zu haben. Bei der Karte habe ich dann auch mal wieder mit einem Band gearbeitet, was mir übrigens auch auf Karten sehr gut gefällt. Und hier ein paar Perlen, hier oben habe ich dann auch nochmal das Holzelement genommen. Ich zeige euch mal auf dem Blog nochmal die Karte, wie sie im Original aussieht. Hier, da war dann noch so ein, ich sag mal, so eine Art Bonbon war da noch bei, aber irgendwie
hat mir das nicht so gefallen. Ach so, und bei der Karte mit dem Gnom, wie ihr seht, die ist auch eigentlich in einem Querformat. Moment. Die habe ich ja in einem Hochformat gemacht und das, die Vorlage sozusagen hatte die einmal in diesem Format. Mir hat die so besser gefallen. Das kann man ja variieren, wie man gerade so möchte. Ne? So habe ich halt dann eben so gestaltet. Ja, und hier habe ich so eine Mattung genommen, so eine Grundkarte genommen. Das ist eine Original, die ich mir beim Action gekauft habe. Da gibt es ja auch welche in 15x15. Und die ist so, ich sag mal so cremefarben. Ne? Aber die habe ich einmal genommen. Fand ich jetzt auch irgendwie von den Farben her dann ganz passend. Dann haben wir noch zwei Karten. Hier haben wir einmal diese. Da habe ich mit dem Distress Oxid Pine Needle habe ich hier ein wenig grünlich noch geinkt, sozusagen getuscht. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich das bei der nächsten Karte auch so gemacht hätte. Ich hatte gedacht, einfach mal um so mal auszuprobieren, den Effekt zu testen. Das Braun wäre mir etwas zu krass, weil die Karte ist ja jetzt nicht so auf alt gemacht wie die anderen. Und dann dachte ich mir, ich will das mal ausprobieren. Ja, ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Und in dieser Tür, in diese Türöffnung habe ich mir diese drei süßen Wichtel reingeklebt. Die sind eigentlich gar nicht in dem Block enthalten. Aber das, was in dem Block enthalten war, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Deswegen habe ich auch mal in meinem Restealbum, ich habe ja so ein Standsteilalbum angefertigt, da waren die drin und da habe ich mir gedacht, die passen. Das Rot ist nicht ganz dasselbe, aber irgendwie hat mir das gut gefallen. Ich kann euch gerne nochmal die Originalkarte hier zeigen. Also was heißt Original, aber... Na, da wäre halt nicht viel jetzt drauf gewesen und irgendwie war mir das dann etwas wenig. Und da durften diese drei kleinen süßen Männchen hier nochmal dran glauben. Ein paar Perlen wieder mit reingesetzt. Und dann kommen wir zu der letzten Karte. Das ist diese hier. Da habe ich dann auch nochmal hier oben ein wenig mit dem Pine Needle getuscht und ein paar Perlen draufgesetzt. Hier war der süße Schneemann, den finde ich eigentlich ganz putzig und das glitzert auch hier alles ein wenig. Und diesen Lebkuchenmann hier, den habe ich auch aus meinem Standsteilalbum verwendet. Der ist also auch nicht mit in diesem Moment so. Der ist also auch nicht in dem Set mit enthalten. Und ja, das ist hier die Karte, wie sie in dem Set jetzt angegeben wurde. Ja, kurzum, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen schwer getan mit diesen Karten. Ja, ich glaube, dass wenn ich jetzt so von den Plätzen her da Kategorien vergeben müsste, ich habe ja 4 Blöcke gekauft, dann würde dieser wahrscheinlich auf dem 4. Platz bei mir landen. Aber es ist halt immer Geschmackssache. Ich fand, wo ich den gesehen habe, fand ich den wirklich sehr spannend. Und dann beim Basteln habe ich dann gemerkt, ja, fehlt mir so ein bisschen die Kreativität. Also vielleicht brauche ich da noch ein bisschen Übung, sage ich jetzt mal, um gewisse Sachen besser in Szene zu setzen. Und bei dem, ja, ist es mir halt ein bisschen schwerer gefallen. Aber gut, will ich jetzt gar nicht so viele Worte dazu verlieren. Dann zeige ich euch jetzt den nächsten Block und das wäre dann auch der letzte. Also dann starten wir mal mit dem 4. So, ich habe jetzt hier mal die anderen Karten beiseite geräumt. Bei diesem Block habe ich auch wieder alle 12 verbastelt. Ich zeige euch einmal das Deckblatt. Das ist jetzt der 4. und letzte Do-It-Yourself-Card-Making-Block, den ich mir dieses Jahr gekauft habe. Und der ist so ein bisschen ja, weiß, gold, schwarz. Also sowas gab es ja letztes Jahr auch schon in diesen Farbrichtungen. Ja gut, ich will euch hier noch nicht so viel verraten. Wir legen jetzt einfach mal los mit der ersten Karte. So, da hätten wir einmal diese quadratische.
Ja, diese Glitzerperlen, Halbperlen werdet ihr natürlich öfter sehen. Das hatte ich ja schon angedroht sozusagen. Diesmal habe ich etwas größere genommen, weil ich fand, die passten hier in die vier Ecken ganz gut rein. Und wir haben hier einen kleinen süßen Schneemann mit goldenem Hut in der Mitte. Auch wieder so ein bisschen mit 3D-Effekt von mir draufgeklebt und noch ein paar von diesen. Ich habe den Stift jetzt drüben im Bastelzimmer. Es gab mal bei Chibo ein Set, das sind wie so, ich vergleiche die mal ganz grob mit den Nouveau Drops. Also es ist halt so eine Flüssigkeit und man hat vorne eine dünne Spitze und kann damit eben so kleine Pünktchen dann generieren, die erhärten dann mit der Zeit. Ja, und dann hat man hier so kleine, die sind auch ganz fest. Ja, ich hoffe, also in dem letzten Video zu den anderen beiden Blöcken, da halte ich die auch mal in die Kamera, diesen Stift. So, das wäre die erste Karte. Dann haben wir hier Karte Nummer 2. Da habe ich ein goldenes Bändlein benutzt. Ich fand, das passt hier ganz gut. So ein bisschen seitlich versetzt. Ich hätte den Stern auch direkt drauf machen können. Mir hat das so ein bisschen besser gefallen. Ja, also von daher hier wieder mit diesem Stift gearbeitet. Und mehr brauchte da meiner Meinung nach auch gar nicht drauf. Da steht wieder Joy in the World drauf. Also ich übersetze Joy ja oftmals mit Freude. Ne? Also Freude in der Welt, Zufriedenheit in der Welt, vielleicht sowas auch. Ja, Karte Nummer 2. Kommen wir zu der dritten Karte. Finde ich auch als Sketch zum Beispiel ganz nett. Ne? Man hat im Hintergrund so, ja, so etwas verwischtere Linien, sage ich jetzt mal grob. Und dann in der Mitte so einen schwarzen Aufleger, da drauf dann ein Motiv mit dem Spruch hier oben. Also so als Grundsketch finde ich den eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Wenn man das hier dann noch mit ein bisschen Glitzer dann hat, doch, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, wieder ein paar Perlen habe ich hier drauf gesetzt. Ho, 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 finde ich auch immer sehr schön auf den weihnachtlichen Karten. Und dann so ein bisschen mit Millimeterbits. Haben wir dann so einen schönen Nussknacker, eine Flasche mit einer Kerze drin, eine Geschenktüte. Und die finde ich wirklich schön. Haben sie ein gutes Design mal ausgewählt. Unter anderem natürlich. So, dann die nächste Karte. Da habe ich hier so ein Band wieder verwendet, habe das dreimal rumgegangen sozusagen und habe hier diesen Aufleger draufgesetzt, dass der die hier so ein bisschen zusammenhält mit Millimeterpads. Und das Band, das ist so schwarz-gold. Das passt natürlich richtig gut zu den Grundkarten hier. Den habe ich auch ein bisschen erhöht. Glitzert auch hier sehr schön. Ja, und als Mattung habe ich hier eigentlich bei allen, ich überlege mal, ja, bei allen habe ich Kraftpapier genommen. Als Mattung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Grundkarte gesagt habe, also als Mattung. Haben wir hier die nächste. Ja, die ist jetzt so ein bisschen dunkler. Viel dunklere, also so schwarz-braun. Ne? Dann Home for Christmas. Dann hier so ein Hocker. Also es ist immer was ganz anderes. Ne? Ein paar Perlen habe ich noch drauf gemacht. Und ansonsten, durch dieses Muster finde ich die schon sehr dominant, die Karte. Und da habe ich dann gar nicht so viel mehr drauf gesetzt. Und dann die nächste. Da glitzert der Rand hier sehr schön. Und das Geschenkband. Ich habe alles glatt draufgeklebt, ist also kein 3D-Effekt dabei. Und wieder ein paar Perlen. Ich habe sogar noch welche, auch wenn ich hier so viele verwendet habe. Ja, da habe ich etliche noch. Und dann haben wir einmal diese Karte hier. Finde ich auch irgendwie sehr anders, als man das so kennt, ne? Mit dem Hintergrund. Und dann hier diese Tasse mit dem Tannenbaum drin. Dann hat man hier dieses Schild. Auf jeden Fall, ja, finde ich die eigentlich auch ganz schön. Ein paar Perlen drauf.
Und ja, das war dann schon diese Karte. Ja, haben wir hier eine. Da ist jetzt gar kein Spruch drauf. Ich habe mir überlegt, da noch einen draufzusetzen. Ich war mir halt nicht ganz sicher, wo ich den dann platzieren sollte. Mal gucken, vielleicht nochmal so in ganz klein, irgendwie hier unten oder auf diesen Glitzersteinchen. Was mal was Kleines mit Merry Christmas. Ja, vom Motiv her gehört das jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoriten. Im Großen und Ganzen finde ich die aber auch mal ganz nett. Und ja, vielleicht kann man die ja auch nicht jetzt unbedingt zu Weihnachten, aber vielleicht gibt es ja auch noch mal andere. Also weihnachtlich finde ich die persönlich jetzt nicht. Die ist winterlich auf jeden Fall. Mal gucken, wie ich die noch verwende. Deswegen habe ich auch noch gar keinen Spruch drauf gemacht, weil ich mir nicht ganz so sicher war, für welchen Zweck ich die gern verwenden möchte. Vielleicht ist die ja auch für einen Gutschein ganz gut geeignet. Ja, wenn man jetzt hier Gutschein drauf macht, ist vielleicht auch eine nette Idee. Ja, ein paar Perlen drauf und ansonsten war die ja schon sehr voll. Wieder diese Karte. Dann haben wir hier eine. Da war mein Problem so ein bisschen dieses Gitter hier. Das, könnt ihr das erkennen? Der Nussknacker, der steht ja jetzt sozusagen vor dem Gitter. Und eigentlich hätte das Gitter ja hier drüber gehen müssen. Das heißt, wenn man jetzt einen ganz, ganz dünnen Feinliner hat, hätte man eventuell die Linie nachziehen können. Dann mal gucken, ob man sich das noch traut, ob man das noch macht. Das kann ja auch nach hinten losgehen. Dann habe ich hier ein paar Halbperlen drauf gesetzt. Was ich interessant fand, war aber, dass man, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut erkennen kann. Ja, doch, das geht eventuell. Wenn sie scharf stellt, ich schaue mal eben gerade. Also auf dem Beispielbild ist halt eben dieses Gitter vor den Stanzteilen. Da weiß ich nicht ganz genau, wie man das so umsetzen könnte. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, das so zu machen. So, dann die nächste Karte. Geht es ein bisschen in die Weihnachtsbäckerei. So eine schöne Schiefertafel mit ein paar Plätzchen. Und da habe ich dann einfach wieder hier diese Pünktchen draufgesetzt mit diesem Stift. Manche sind ein bisschen platt geworden. So, dann haben wir noch zwei Stück. Und noch einmal diese hier. Mit dem goldenen Rentierkopf. Habe ich wieder ein Band genommen. Also ich finde, Bänder sehen ja echt schon wirklich schön aus auf den weihnachtlichen Karten, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Leider hat das hier so einen kleinen Knick. Oh, ich denke, fällt gar nicht weiter auf. Dann wieder hier mit den Perlen gearbeitet. Den Kopf habe ich auch ein bisschen höher gesetzt, hier mit den Millimeterpads. Ich fand, das passte eigentlich ganz gut, um nochmal so ein bisschen 3D-Effekt zu haben. Den einmal. Und die letzte Karte, da habe ich hier auch einmal mit einem Bändchen gearbeitet. Ein bisschen schief geworden. Vielleicht liegt das auch daran, dass hier so ein Millimeterpad noch hinter ist, weil das Geschenk ist so ein bisschen hervorgehoben. Ja, und so finde ich die Art der Karte finde ich auch sehr schön. Ne? Man hat halt einen Rand außen, innen drin ein bisschen weiß. Dann hier so eine, ja, könnte man ja auch mit Wasserfarbe hier so irgendwie gestalten, dann was vorsetzen. Also mir gefällt einfach diese Art der Kartengestaltung ganz gut. Vielleicht kann man sich da für seine eigenen Karten auch mal die ein oder andere Inspiration holen. Und dafür sind die Blöcke natürlich auch super. Weil man hat ja dann doch vielleicht die ein oder andere Idee für seine selbstgemachten Karten. Ja, so, das war die letzte Karte aus diesem Set. Das heißt, jetzt hat man, also ne, wenn ihr jetzt so wie ich diese vier Sets habt und aus jedem theoretisch 12 Karten basteln könnt, dann hat man ja erstmal richtig viele Karten zur Auswahl, die aufgrund der unterschiedlichen Designs dieser Blöcke, ich meine, das ist natürlich, das kann man nicht widerlegen, jeder Block hat seinen eigenen Stil, seine eigene Art. Wir hatten
in den ersten Videos etwas, da war ein bisschen was Niedlicheres dabei, ein bisschen was, hier was Edleres, dann so ein bisschen was auf älter gemacht. Also man hat auf jeden Fall viel, viel, viel Spielraum, ist eigentlich für jeden was dabei. Und ja, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude auch an dieser kleinen Reihe, dass ich euch diese Blöcke nochmal gezeigt habe. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag, eine ganz tolle kreative Zeit. Möchte mich noch einmal für die ganz, ganz lieben Kommentare unter meinen Videos bedanken. Das ja, ist natürlich ein super schönes Feedback und ich hoffe, dass es euch gut geht und sende euch ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Tschüss, viel Spaß beim Basteln. Ciao.